Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frickel TV. Heute müsst ihr ein kleines bisschen Geduld aufbringen, denn es wird schwer. Schwertransport, schwer was los und schwere Frickelei, ich sage euch. Wir zeigen euch Ladegüter, selbstgebasteltes und ganz neue Ideen. Ich habe mir aus dem vorhandenen Programm die Lüftungsschächte rausgepickt und lege mir schon mal mein Material bereit. Das Skalpell, eine Pinzette und die Anschlagwinkel natürlich zum Ausrichten. Kleber nicht vergessen. Ein paar erste Ideen hat Jörg für euch im Petto. Ja, es war heute kein Schwafel-TV, aber ich schwafel trotzdem ein bisschen und zeige euch mal, was wir so im Programm haben, wo wir denken, das sind Ladegüter oder das kann man gut dafür nehmen. Also einmal haben wir halt die Klassiker, die wir auch als Ladegut gedacht haben. Das sind Coils, das sind schöne kleine Schurren, das sind hier diese Rohrhalter, die haben wir in etlichen Größen, um da Rohre mit transportieren. Für mich als alten Montaner, wir haben hier Schlackepfannen, richtig, nicht wie die von MacLean. Thermohauben für Montaner, Schrottschurren, Stahlträger, Epoche 1 bis 6, je nachdem, wunderbar. Die Sägeblätter, eine Neuheit von diesem Jahr, in zwei Größen jetzt, also nicht nur H0, sondern wir haben die auch noch in kleinen Spurweiten. Etwas kleiner, also nicht jammern, N-Bahner. Dann haben wir hier nochmal auch, das gibt es auch nämlich in klein für Spur N, und die Seilscheibe. Das sind so die Sachen, wo wir uns explizit gedacht haben, das sind tolle Ladegüter. Ja, schon ein Haufen hier. Ja, weg damit. Okay, wer zu schnell nicht mitschreiben konnte, kein Problem, hier nochmal die Übersicht und wir werden euch in der Beschreibung eine Artikelliste hinterlegen. Hier seht ihr schon mal einige von diesen Ladegütern in Aktion. Wir haben ja gesagt, wir möchten euch auch ein paar neue Ideen geben und da unterstützt mich heute Martin. Das ist ein Mitglied von den Reviermodulen, der sich speziell mit Schwertransporten auseinandergesetzt hat und passendes Ladegut dafür zum Teil entwickelt oder auch gefunden hat im vorhandenen Programm. Die allseits beliebten Kisten zum Beispiel. Kisten aus dem Rios-Rutschen Programm, die sind ja eigentlich alle für Flachwagen gedacht. Deshalb haben sie eine normale Höhe, dass man gut unter einer Brücke durchkommt oder auch in den Tunnel rein. Tiefladewagen sind aber dazu da, dass möglichst großvolumiges Ladegut transportiert wird. Und da sind dann die Kisten eigentlich etwas zu flach. Aber mit ein paar Reststücken aus Holzstruktur gelasert, kann man die Kiste nach oben vergrößern und dann sieht es wieder aus, ob es richtig auf den Tiefladewagen draufpasst. So, ich widme mich dann jetzt erstmal diesen Lüftungsschächten hier und beginne mit den Geraden. Nachdem man gecheckt hat, was oben und wo unten ist, ihr habt die Maserung gesehen, wird natürlich mit dem Kleben begonnen. Ich habe mich dafür entschieden, hier in diese Nut ein bisschen Kleber zu geben und vorsichtig dann gleich diese kleinen Zapfen da einzustecken. Diese Zapfen werden mich ein bisschen verfolgen, vor allen Dingen, wenn es nachher um die gekrümmten Lüftungsschächte geht, die zu einem späteren Zeitpunkt dran sind. Damit das Ganze auch gerade wird, nehme ich wieder die Winkel zur Hilfe, lege die schön an und kann so die Seitenwand gut in einem 90-Grad-Winkel ausrichten. Andere Seite noch dazu, wieder den Winkel anlegen, kurz anziehen lassen. Und wenn ich jetzt akkurat und sauber gearbeitet habe, dann sollte der Deckel, sage ich jetzt mal, eigentlich wie geschmolzen Butter einrasten. Mal schauen, ob es funktioniert. Achtung, klick! Jetzt noch den überschüssigen Kleber natürlich entfernen, damit da keine Überstände hinter sind und wir die kleinen Rähmchen noch gut und locker übergezogen kriegen. Okay, das lasse ich jetzt erstmal gut trocknen und in der Zwischenzeit wird Martin euch ein paar seiner Ideen vorstellen. Ja, wir sind hier auf der Anlage von den Reviermodulen und zum Thema Ladegut, da hat sich jetzt natürlich die Corona-Zeit ergeben, dass man da viel Zeit zum Basteln hatte und auch zum Aufräumen mal in den Schränken und da hat man so das ein oder andere gefunden, was sich dann zum Umbau auch eignete. Zum Beispiel sind mir da zwei Drehgestelle von der Firma Märklin in die Hand gefallen und für die hatte ich bis jetzt nie so richtig Verwendungszweck.
Und in der Corona-Zeit, bisschen in den Dienstvorschriften der Bahn geblättert, stelle ich fest, dass man die ganz wunderbar zu Drehschemelwagen umbauen kann. Aber wo kriegt man jetzt das entsprechende Ladegut her? Weil das sind ja nun doch relativ massive Wagen, fünfachsig, da muss ja auch ein Ladegut drauf, was aussieht, als ob es da drauf gehört. Und dann mal beim Jörg in seinen Katalog reingeschaut und siehe da, da gibt es eine wunderschöne Ladebrücke, eine Kranbrücke, die man dafür verwenden kann. Und dann ist natürlich die Idee, die Kranbrücke als solches zu transportieren. Nicht nur die Kranbrücke als solches, sondern auch das Ganze, was dazugehört. Also die Stege, die an der Seite rangehören, die Laufkatze, das Führerhaus, das gehört alles auf einen Zug drauf. Und dann sollte man es natürlich auch vernünftig ladesichern. Das heißt, dass man da die Ladesicherung von den Kisten ganz wunderbar dafür benutzen kann. Ja, ein weiterer Wagen, der mir in die Hand gefallen ist, da war ein Fahrgestell aus der Billigserie von Märklin übrig geblieben, aus einem anderen Umbau. Und der lag auch schon jahrelang in der Bastelkiste rum. Und auch da stellt sich die Frage, was kann man daraus machen? Und nun habe ich halt ein Faible für Tiefladewagen und Spezialwagen und habe dann einen Mini-Tiefladewagen draus gebaut, nach einem Vorbild von 1912. Aber auch da war dann die Frage, wo kriegt man dann wieder ein Ladegut her, was diesem Wagen würdig ist? Man könnte natürlich versuchen, da irgendwie eine Kabeltrommel drauf zu bauen oder irgendeine kleine Kiste. Gefällt mir aber alles nicht so richtig. Dann die Seilscheibe, die wir da als Denkmal bekommen, die sich aber aufgrund des Ladegestells auch ganz hervorragend dafür eignet, das auf einen Tiefladewagen zu bauen. Ja, ein weiterer Tiefladewagen, der sich auch im Standardprogramm eines Märklinisten wiederfindet, ist der Tiefladewagen, den es mit Kiste beladen oder auch mit einem Transformator beladen gab. Nun hat dieser Wagen leider den Nachteil, dass er nicht ganz naturgetreu ist. Märklin hat da einfach die dreiachsigen Drehgestelle ihres Krans drunter gebaut, einfach weil es billiger war, was ja letztendlich auch nichts Schlimmes ist, aber dem Modellbahner, dem echten Nietenzähler, so ein bisschen gegen den Strich geht. Nun gibt es bei der Firma Fleischmann im Prinzip die richtigen Drehgestelle und die kann man da auch drunter bauen unter den Wagen. Und das Interessante an dem Wagen ist, dieser Wagen ist im Original in der Breite verstellbar. Von 3 Meter normaler Breite bis auf 3,60 Meter. Und da kann man das Ding auch so umbauen. Nur gibt es dann leider kein Ladegut mehr dafür, weil die Kiste ist einfach vom originalen Märklin-Wagen für den schmalen Wagen gedacht und passt dann nicht mehr auf den breiteren Wagen drauf. Man findet da die 1000-Tonnen-Presse, die natürlich im zusammengebauten Zustand viel zu hoch ist, aber irgendwie muss sie ja dann in die Fabrik transportiert werden. Und damit der Zugführer rechtzeitig merkt, wenn er in die Eisen gehen muss, weil zum Beispiel eine Laterne im Weg ist bei der Überbreite, ist entsprechend vorgesorgt worden. Wir basteln ein wenig weiter. Ich habe mir dieses kurze Stück des Lüftungsschachtes jetzt mal vorgenommen und kurzes Augenmerk nochmal auf die feinen Zapfen, die bei dem 0,8 mm Karton zwar echt stabil sind, aber mir trotzdem etwas Schwierigkeiten bereitet haben. Einfach weil die natürlich auch wenig Angriffsfläche bieten zum Befestigen und ich immer wieder ein bisschen Sorge hatte, wenn ich zu viel Druck ausübe oder irgendwas schief ist, dass ich mir die Teile abbreche. Hat bisher alles ganz gut funktioniert, wenn ich es denn mal zu packen bekommen habe. Das Gute an diesen Lüftungsschächten ist, dass ihr die frei kombinieren könnt. Ich habe jetzt einfach mal ein kurzes und ein langes Stück sowie die Winkel später noch zusammengesetzt. Aber ihr könnt die so kombinieren, wie ihr das braucht. Genau, also es ist wirklich sehr eng, sehr klein, ein bisschen frickelig, vor allen Dingen, wenn man dann noch in die Kamera arbeiten muss. Aber ich habe es ja irgendwie ganz gut hingekriegt, glaube ich. Solange das kleine Stück trocknet, werde ich die Rähmchen auf den langen Lüftungsschacht geben. Und ja, auch mein Expressleim trocknet mal oben schnell an, aber da muss man nicht gleich mit einer Nadel drin rumprockeln. Das kann man einfach mal eben so oben abziehen und weiter geht's.
Wenn ihr die Rähmchen aufziehen wollt, dann achtet bitte darauf, dass ihr die richtigen nehmt. Über den Lüftungsschacht selber kommen die aus 0,8 mm Karton. Das sind die Teile, die auf dem Bogen sind, wo auch die Teile für den Lüftungsschacht selber mit da drauf sind. Auf einem Extrabogen dabei liegen nochmal die Endstücke oder die Rahmen, die an die Enden drauf kommen. Die sind nur noch 0,5 mm. Beim Überziehen der Rahmen müsst ihr dann ein bisschen Vorsicht walten lassen, denn auch da sind Zapfen eingearbeitet, damit diese hinterher nicht wieder verrutschen. Ein bisschen auseinanderziehen und vorsichtig und drucklos Stück für Stück an Ort und Stelle schieben, bis diese in den Löchern ihren Platz gefunden haben. Und wie eben erwähnt, kommen an das Ende die 0,5 mm dicken Rahmen, die auf dem Extrabogen zu finden sind. Hier auch wieder in die kleinen Zapfenlöcher etwas Kleber und ringsrum, damit diese auch gut sitzen. Wichtig ist natürlich dann am Ende, ich habe jetzt immer ein bisschen viel aufgetragen, um möglichst viel Fläche zu erreichen, dass ihr da den Kleber natürlich, den überschüssigen, wieder entfernt. Soweit, so gut. Martin, was hast du noch für uns? Ladegut aus dem Standardprogramm zu nehmen und zu verladen, das ist das eine. Aber verschiedene Bausätze zu neuen zu kombinieren, das ist ja erst das, was die Kreativität ausmacht. Und so haben wir gewissermaßen nach einer Idee, die wir aus dem Internet gezogen haben, mal die Bausätze hier durchforstet und haben festgestellt, dass wir Brückenträger eigentlich auch in verschiedenen Arten und Weisen als Sachen zur Verfügung haben. Das Ganze dann kombiniert aus den Trägern, aus den Füßen der Bandbrücken. Daraus kann man ganz wunderbar Träger bauen, die man dann auf Drehschimmelwagen verladen kann. Ja, und wenn man dann noch Glück hat und so wie die Remus direkt an der Quelle sitzt, dann kann man sich auch noch Spezialwünsche, so wie diese hier, lasern lassen. Okay, als nächstes versuche ich mich an den gebogenen Lüftern und boah, hab ich geflucht. Okay, wir fangen von vorne an. Als erstes ist ein bisschen Puzzlearbeit nötig, damit, oder ich mache das zumindest so, dass ich mir erstmal alles zurechtlege und hier genau schaue, welche Größe wohin gehört. Da sind nämlich manchmal nur Millimeterunterschiede entscheidend und deswegen habe ich das mal ganz gerne vorher liegen, bevor ich tatsächlich losklebe und nicht, wie bei den Kisten zum Beispiel, es doch noch auf die Kette kriege, die Außenwände verkehrt rum anzukleben. Gut. Ich habe mich dazu entschieden, auf der Innenseite zu beginnen, damit ich das Ganze noch ganz gut packen kann und handeln kann. Wie ihr seht, ist mir das ein oder andere Teil nochmal wieder ein bisschen flöten gegangen. Also Pinzette ist tatsächlich wichtig, um diese kleinen Teile ordentlich verbauen zu können. Ich habe jetzt noch zusätzlich das Problem, dass ich sie so schräg in die Kamera halten muss. Deswegen umso wichtiger das nachträgliche Ausrichten und natürlich, damit ich die Seite oder das andere Seitenteil nachher noch wieder anständig drauf bekomme. Zum Schluss bietet sich dann tatsächlich der Einsatz einer Klemmzette an, um das Ganze noch festhalten zu können. Da komme ich jetzt mit meinen grazilen Wurstfingern nicht mehr zwischen. Aber das geht mit dieser Klemmzette wunderbar festzuhalten und ja, mit der Pinzette noch mal ein bisschen andrücken, Klebereste entfernen und wie gewohnt natürlich ausrichten. Das habe ich euch jetzt mal erspart und wir checken sofort, ob ich mein Seitenteil ordentlich noch dazwischen kriege. Sieht erstmal gut aus. Ah, passt. Abschließend dann noch die Rahmen überziehen. Auf den Lüftungsschachen selber kommen wieder die 0,8 mm. dicken Rahmen, die hier auf dem Karton rechts zu sehen sind, auf dem Bogen, und ans Ende die 0,5 mm, die auch hier auf einem
extra Bogen beiliegen. Die sind etwas locker. Herr Schmidt, eventuell müsste man da noch mal etwas nachjustieren. Klebereste entfernen, gerade ausrichten und fertig ist dieses Winkelstück. Ja gut, der letzte Lüftungsschacht war im Vergleich zu dem, was jetzt hier auf mich wartet, eigentlich noch harmlos. Als ich dieses Teil hier gebaut habe, war ich echt schon froh, dass ich H0er bin. Und habe mir gedacht so, noch kleiner musste ich das jetzt auch nicht haben, wenn ich mir diese kleinen, feinen Zapfen hier anschaue. Da musste ich dann tatsächlich mit einem kleinen Schmunzeln an die Joswood Lasercut Freundesgruppe auf Facebook denken, in der gerne mal mit einem Augenzwinkern gejammert wird, wir N-Bahner haben ja nichts. Da habe ich mir echt gedacht, Leute, seid froh, dass ihr das nicht in klein machen müsst. Das ist echt eine Friemelei. Ich lege mir erstmal wieder alles zurecht, damit ich auch nichts verkehrt mache. Und schiebe und puzzle hier so ein bisschen hin und her. Wenn dann jetzt also alles an Ort und Stelle liegt, kann man Stück für Stück sich daran begeben, den Schacht zusammenzubauen. Ich habe jetzt hier an der Außenseite diesmal angefangen. An den etwas größer flächigen Teilen kann ich dann unten den Kleberand aufgeben und an das Seitenteil anschieben. Mit dem Winkel natürlich wieder ein bisschen ausgleichen. Ich habe jetzt noch versucht, das hier etwas zu stabilisieren, damit mir nichts wieder umkippt, bis ich alles zusammen habe. Und den, ich sage jetzt einfach Deckel, weil es irgendwie passt gerade, aufzulegen. Wenn ihr das zeitnah macht, dann hat der Kleber zwar vielleicht schon ein bisschen angezogen, ist aber noch so flexibel, dass ihr die Teile noch in die richtige Position bringen könnt, ohne dadurch Druck irgendwas zu verbiegen oder abzubrechen. Denn da hat mein Winkel dann jetzt doch nicht mehr hingereicht, um entsprechend den 90 Grad Winkel da auszurichten und die Teile anständig zu positionieren. Puh, einmal tief durchatmen. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen, ob meine Pi mal Auge-Rechnung hier aufgegangen ist und ich alles gerade positioniert habe. Dieses Seitenteil wird jetzt zwischen diese Wände eingeschoben und wird nur durch diese feinen Zapfen an den Übergängen an Ort und Stelle gehalten. Und ja, das sieht ganz gut aus. Hat gepasst. Gut, das ist soweit fast fertig. Ich kann ein bisschen durchatmen und in der Zwischenzeit erzählt euch Martin noch ein wenig. Trix hat schon seit Jahren die Fahrzeuge als Roheisen bzw. als Schlackewagen im Programm. Märklin hat die ja dann später übernommen. Aber die Wagen sehen natürlich ein bisschen nackt aus. Einfach nur die Pfanne, rechts und links ein bisschen Platz. Im Original sind dort aber Bremserstände. Das heißt, der Rangierer kann da mitfahren, sollte allerdings geschützt sein vor dem spritzenden Eisen. Und deshalb gehören da natürlich Bühnen drauf, die überdacht sind. Genau, das sind diese Teilchen hier. Jörg, möchtest du vielleicht noch was ergänzen? Dann haben wir natürlich einige Sachen, also was ja auch im erzählt wird. Das ist einmal, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat, aber Martin, unser Schwertransportspezialist von Reviermodulen, sagt ja zu Recht, diese Presse, finde ich klasse, was er da rausgezaubert hat. Und diese Rangiererbühnen für die Schlacke und Roheisenwagen. Und die kann man tatsächlich wunderbar, die kann man beidseitig machen, einseitig machen und dann kriegt man aus den immer gleichen Wagen wunderbar verschiedene Varianten, das sieht gut aus. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was aber echt auch wichtig sein sollte oder was man nicht vergessen darf, ist die Ladungs- oder die Transportsicherung. Bei den Bausätzen, die als Ladegut tatsächlich auch gedacht sind, wie zum Beispiel die Kisten, da sind entsprechende Vorrichtungen dabei. Und diese Transportsicherungen oder Ladungssicherungen, die kann man natürlich auch, so wie zum Beispiel diese Rohrhalterungen,
oder die Sicherungen von den Kisten für andere Ladehüte benutzen. Wenn das aber nicht passend ist, kann man sich auch einfach mal selber was bauen, so wie Martin das hier gerade macht für die Greiferschaufeln. Die wird aus Lindenhölzchen gestaltet und nicht aus Streichhölzern zum Beispiel, die auch gerne genommen werden, die aber maßstäblich eigentlich viel zu groß dafür sind. Ganz neu im Programm sind die Thermohauben, jetzt auch in der alten eckigen Version. Hier richtigerweise verladen auf Tiefladewagen, die keinen Holzfußboden haben, sondern einen Stahlfußboden. Die Blöcke wurden ja glühend verladen und selbst wenn die Thermohauben mit Schamott ausgemauert sind, ging die Wärme natürlich auf die Dauer auch durch die Hauben durch und hätten einen Holzfußboden beschädigt. Apropos Thermohauben, da haben wir noch diese hier am Start. Die sind ein bisschen gealtert schon. Ich finde, die sehen auch echt schick aus. Und jetzt haben wir schon eine ganze Menge an Ideen gehabt. Vielleicht habt ihr Lust, uns in die Kommentare zu schreiben oder gerne auch mal Bilder zu schicken, was ihr so auf eurer Anlage rangiert und als Ladegüter benutzt. Aber so richtig vorstellen, dass das jetzt alles war, kann ich mir irgendwie nicht. Oder Jörg? Kommt da noch was? Ja, und dann die Sachen, wo wir noch niemals über nachgedacht haben, dass es Ladegüter sein könnten. Das sind zum Beispiel hier Wärmetauscher. Die sind eigentlich auf der Chemiebutze mal oben auf dem Dach. Und wo ich die gesehen habe, habe ich gedacht, super, schöne Bastelei, filigran, lässt sich gut. Kreiselkipper ähnlich. Dann haben wir so diverse Sachen, die eignen sich eigentlich, das sind so Bauteile für Industrie. Ne? Die kann man aber auch gut transportieren mit der Bahn. Das ist hier Industrietreppe, der Laufsteg. Oder halt auch unsere Gasfackel zusammenmontiert, drei Stück, auf ein bisschen gesichert mit Holz immer wieder. Was ja zu sehen ist, ist der Bau hier dieser Lüftungsschächte. Die kann man sauber, schön drapiert für eine Anlieferung oder halt auch richtig gealtert, kaputt und rostig. Also wenn der Zusammenbau nicht so gut funktioniert wie bei Lena. Rost drauf, ab in die Schrottschuhe, wunderbares Ladegut. Es gilt für alles, was nicht wirklich funktioniert. Den Wassertank, den seht ihr in irgendeinem Wagen auch mitfahren. Speichelfest ist er, da haben meine Kinder mitgespielt, meine Enkelkinder mitgespielt. Da haben gesagt, okay, ne, ist nicht mehr so schick als Wassertank, aber als Schrott immer noch gut zu gebrauchen. Das einfach mal kurz erwähnt, weil ihr habt ja schon eine Menge Tipps, glaube ich, auch die Sachen von Martin, die Ausführungen sind ja nett und gebastelt haben wir auch ein bisschen. Dem geneigten Bastler zu Hause viel Spaß beim Nachbauen. Ich bin dann mal raus hier. Ja, passt. Wir sind nämlich jetzt auch fertig für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kommentare, Daumen nach oben natürlich und eure Anregungen. Bis bald!